Schönen Montagnachmittag, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Für Fradlberger Online darf ganz herzlich begrüßen den Geschäftsführer des FC Dornbirn Frauen, Werner Brunold, und den Langzeitpräsident vom VfV, Fradlberger Fußballverband, Dr. Horst Lumper. No. Servus damals. Der Amateurfußball wurde in der Saison 2019-2020 leider wegen der Gesundheitskrise abgebrochen. Inzwischen hat der Fradlberger Fußballverband letzten Mittwoch bei der Präsidiumssitzung die Ligen für die neue Saison 2020-21 bereits eingeteilt. Jetzt gab es eine Meldung vom österreichischen Fußballbund, weil der FC Dornbirn, die Frauenmannschaft, die wollten aufsteigen, und da hat es einen Antrag gegeben, und dieser Antrag ist jetzt vom ÖFB-Präsidium abgelehnt worden, dass die Frauen vom FC Dornbirn ab der neuen Saison in der zweiten Liga spielen dürfen. Jetzt müssen sie in der Fradlberg-Liga wieder spielen. Was sagt der Präsident Dr. Horst Lumper zu dieser Entscheidung vom ÖFB? Ja, zuerst einmal, man muss eines wissen, das ist keine Entscheidung vom ÖFB-Präsidium, die war mit diesem Fall gar nicht befasst. Das ÖFB-Präsidium hat im Frühjahr festgesetzt, dass alle Amateurklassen und auch die Damenligen eingestellt werden aufgrund der Pandemie. Nur die beiden obersten Spielklassen haben zu Ende gespielt und spielen gerade zu Ende. Bei allen anderen Ligen wurde ausgesprochen, es gibt kein Auf- und kein Absteiger. Die Meisterschaft wird abgebrochen. Das ist überall so. Jetzt trifft natürlich den FC Dornbirn als Tabellenführer. Er war ja nicht Meister, war Tabellenführer, wie viele andere auch. Jetzt hat man gesagt, es tut mir auch persönlich leid. Wir haben überlegt, was können wir da machen? Und der einzige Weg eigentlich, ein Gesuch, dass man sagt, wir möchten aufsteigen, wir haben eine gute Mannschaft. Bitte, gibt es eine Möglichkeit, dass wir in der zweithöchsten Liga mitspielen dürfen? Der VfV und ich besonders auch, habe mich dem angeschlossen, habe gesagt, das ist die einzige Möglichkeit. Wir haben Kontakt mit dem ÖFB aufgenommen. Der Antrag wurde gestellt, jetzt aber leider abgelehnt, weil viele der Mannschaften in der zweithöchsten Liga damit nicht einverstanden waren. Leider. Aber das, Horst, das dunkelt mich eigentlich nicht so der richtige Weg, dass der ÖFB die Zweitligavereine fragt, ob der FC Dornbirn dort spielen darf. Sollte normal der ÖFB doch entscheiden, oder? Ja, das ist klar, dann gibt es überhaupt keine Chance. Es gibt null Recht. Es gibt keinen Aufsteiger. Das ist ja entschieden worden. Das war ja eine Ausnahmesituation, wie wir schon mal versucht haben. Es gibt keinen Anspruch und gar nichts vom FC Dortmund, dass er der zweithöchsten Liga spielen kann. Es gibt ja andere Regionalligen ja auch und andere Landesligen auch, und sagen, ich möchte jetzt auch dort spielen, wir haben eine gute Mannschaft, wir führen. Das gibt es nicht. Man hat nur gesagt, wie können wir einem Verein helfen, der nachweislich eine gute Arbeit macht, der Nationalspieler hat? Vielleicht gibt es irgendeine Chance, wobei mir von vornherein klar war, das ist sehr gering, aber versuchen kann man es, man hat es versucht. Und dann hat man gesagt, nein, es geht nicht. Von den Statuten her völlig in Ordnung. Leider haben ein großer Mann gesagt, nein, geht nicht. Und damit ist es erledigt. Es gibt keinen Anspruch. Es wäre nur eine Ausnahmesituation gewesen für den FC Dornbirn. Mhm. Horst, jetzt muss der FC Dornbirn Frauen wieder in der Fradlberg-Liga spielen, in der Landesliga. Vor 2 Jahren haben sie 21 Spiele gewonnen, alle Meisterschaftsspiele, 277-7 Tore geschossen. Und heuer im Herbst haben die Dornbirn Frauen in der Fradlberg-Liga 8 Siege, keine Niederlage, kein Remis, 80-1 Torverhältnis, 7 Punkte Herbstmeister vor dem Spielgemeinschaft Leiblachtal. 7 ÖFB-Nachwuchsnationalspielen, du hast es eh schon gesagt. Jetzt in der neuen Fradlberg-Liga wird der FC Dornbirn wahrscheinlich wieder oft zweistellig gewinnen. Macht das eigentlich Sinn? Fußballerisch wahrscheinlich nicht. Das ist ja klar, das wissen wir alle. Das ist schade. Dornbirn tut mir besonders leid, weil sie sehr viel investieren, eine tolle Mannschaft haben, und die sollten eigentlich viel weiter sein. Nur für die Pandemie kann natürlich niemand was.
und man muss sich trotzdem an die Regeln halten. Ich kann ja einfach nicht sagen, ich habe eine gute Mannschaft, ich will jetzt einfach nicht mehr die statutenmäßig den Weg beschreiten, sondern aufsteigen. Das geht natürlich nicht. Und das muss man mal klar sagen. So leid sie mir tun, wir wären ja alle froh in Vorarlberg, hätten wir mehrere gute Mannschaften. Das ist ja kein Geheimnis. Aber es geht nicht so einfach. Ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt eine gute Vorarlberg-Liga-Mannschaft, auch Regionalliga-Mannschaft, wird die Mannschaft abgebaut und sage, ich war so gut, ich möchte jetzt aufsteigen. Das geht nicht. Es ging, wenn alle anderen einverstanden sind. Das haben wir versucht. Aber das waren sie halt nicht. Jetzt fragen wir mal den Werner Brunold, den Geschäftsführer von den FC Dornbirn Frauen. Werner, was sagt eigentlich dein Verein oder speziell jetzt du aus Sicht von den Damen zu dem Nichtaufstieg in die zweite Bundesliga der Frauen? Ja, grundsätzlich eines. Ich meine, in manchen Sachen hat der Horst recht. Der ÖFB hat sicher das Beste daraus gemacht für die Pandemie da oder mit dem Coronavirus. Gut, das war ein ausgesprochenes Pech. Aber wir haben das Pech am Stiefel, weil es ist nicht ganz so, wie der Horst sagt. Im ersten Jahr ist von uns der Vorschlag gekommen, weil wir Vorarlberger waren die Einzigen, die zwei unterklassige Ligen hatten. Eine Landesliga und eine Vorarlberg-Liga. Zum damaligen Zeitpunkt mit 13 Vereinen. Dann hat man zwei Ligen beschlossen. Das hat aber bei der Sitzung war ganz glasklar. Da war ein einstimmiges Urteil, Bruch von allen anwesenden Mannschaften. Und da waren die Vorderländer und die Rankweiler dagegen, oder zu dem Zeitpunkt. Dann hat es eine Landesliga und eine Vorarlberg-Liga gegeben. Das ist richtig. Das Interessante war nur das. Wir werden Meister, das Jahr darauf beschließt der Verband. Da hat man keine Abstimmung gemacht. Beschließt der Verband, dass man eingleisig fährt. Und wieso kann man das im Vorjahr nicht? Ich sage so, im ersten Jahr hat man uns von mir aus ein Jahr gestohlen, aber grundsätzlich, da geht es um die Entwicklung, da hätte man was erreichen wollen, da ist für uns, da geht es nicht nur darum, dass viele Emotionen dabei sind, da ist auch Geld dahinter, das muss ich dazu nicht sagen, da sind bestehende Verträge mit amerikanischen Mädels, wo bei uns gespielt hätten, etc. und, oder? Also, ich mache dem Horst natürlich nicht einmal einen Vorwurf, aber ich mache dem Frauenreferent, dem Kopf einen Vorwurf, weil da gibt es eine Intrige zwischen Kopf und Körper. Und das Wahnsinnige ist das, dass das auf unserem Rücken ausgetragen wird. Das muss ich dazu sagen. Harte Kritik vom Geschäftsführer vom FC Dornbirn Frauen, Werner Brunold. Werner, wie geht es weiter jetzt mit der Mannschaft FC Dornbirn Frauen für 2020-2021? Ja, es ist so, während unser 2-3 Mädels werden wir verlieren. Gut, mit der Leonie, das war klar. Jetzt verlieren wir die Liechtensteiner Nationalspielerin. Das ist ein Grund dessen, weil die ein Studium macht und der Schweizer Verband gibt vor, dass sie zumindest zweiklassig spielen muss. Tun wir nicht. Also haben wir die Freigabe laut. Das muss ich dazu nicht sagen. Also der Rest werden wir im Großen und Ganzen zusammenhalten. Ja, werden halt durch das nochmal durchgehen, weil ich halt sagen muss, jetzt erst recht, das muss ich ehrlich sagen, aber wenn man so viel Zeit und anderes investiert da und dann zwei solche Jahre hinter sich hat, ja, da kann es einem vergehen. Und vor allem muss ich dazu sagen, ist ja nicht so, wenn ich meine Kontrahenten anschaue, da im Land, die ersten zwei Vorarlberger hießen leider Gottes Neid und Gier. Und da gehören die zwei dazu, das muss ich dazu nicht sagen. Und das ist eigentlich brutal schlecht für uns, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben die Qualität, im Endeffekt ist so, die Mädels verlieren nicht nur die Motivation, die verlieren in den besten Jahren, wo man am meisten dazulernt. Das ist halt zur jetzigen Phase nicht mehr möglich, das muss ich dazu nicht sagen. Und das sind die wichtigsten Jahre, so mit 17, 18, 19, da machst du halt die größten Schritte nach vorne. Das ist halt leider unumgänglich. Du hast es angesprochen, Werner, es sind zwei Spielerinnen, wo den FC Mohren Dornbirn Frauen verlassen werden. Das ist die Leonie Salzgeber, die geht nach Amerika, Studium und Fußball, Kombination, und die Heike Müller, die liechtensteinische Nationalspielerin, wird wahrscheinlich auch in dem Fall nicht mehr zur Verfügung stehen. Nein, die steht noch mal zur Verfügung, aber die Heike Müller, die hört da auf, also die ist eine Vorarlbergerin, und die Liechtensteinerin, die hört halt jetzt, also wir haben ein gefixtes
kein fixes Ja oder Nein, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sie bei uns nicht mehr spielt, verstehe ich auch. Horst, wie siehst du die Situation im Fradlberger Frauenfußball? Da gibt es natürlich eine Sabrina Horvath, die in der deutschen Bundesliga seit vielen Jahren spielt, die Sarah Klotz in Luzern. Jetzt ist die Anna Bereiter nach St. Pölten gewechselt. Die Patricia Pfanner nach Neulengbach. Vorderland spielt in der ersten Bundesliga, Rankwell in der zweiten Bundesliga. Es tut sich eigentlich relativ viel im Sektor bei den Frauen. Ja, natürlich. Der Frauenfußball lebt in Vorarlberg und auch ein Teil davon ist FC Dornbirn. Zum Werner nochmal. Ich glaube, da gibt es keinen Intrigen und auch kein Neid vielleicht, das weiß ich nicht, vom Verband sicher nicht. Wir wollen, dass alle Vereine gleich behandelt werden. Wir wollen den Fußballsport fördern, das ist ja selbstverständlich. Aber es gibt halt gewisse Richtlinien und zu den Ligeneinteilungen, wir können nur so viel Ligen machen, wie wir Vereine haben. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn uns Vereine wegbrechen, dann tut uns das weh mit den Ligen. Aber was stimmt, wir haben Vereine, die ganz oben spielen, erste und zweite Liga. Dornbirn ist ein Top-Verein, das wissen wir, wird wahrscheinlich aufsteigen, das wünschen wir uns alle. Dass jetzt gerade zwei solche Jahre mit wirklich Pech, das sehen wir auch, dazugekommen sind, ist unglücklich. Ich hoffe, sie geben nicht auf und dann sehen wir uns mal ein Jahr wieder und dann haben wir drei Bundesliga-Vereine. Das wäre wirklich das Allerbeste für den Nachwuchs auch und für den Spitzenfußball der Frauen in Vorarlberg. Jetzt gibt es noch eine Sache, die FC Dornbirn Frauen hätte eine zweite Kampfmannschaft gestellt. Jetzt gibt es Investitionen seitens vom Verein, dass sie eine U19-Mannschaft stellen. Wie stellt sich das, was sagt der Horst dazu, zu dieser Sache? Ja, super. Wir haben beim Vorstand beschlossen, dass wir die Nennfrist für die Frauen U19 nach hinten verschieben. Das heißt, dass die Vereine die Möglichkeit haben, eine zweite Mannschaft zu melden, damit eben solche Mannschaften spielen können. Das ist im Sinne vom Fußball. Und genau das haben wir letzten Mittwoch beschlossen. Ganz kurz noch angesprochen, Horst, Amateurfußball im Frühjahr nicht gespielt, abgebrochen. Wie soll es im Amateurfußball in Fradlberg hoffentlich bald weitergehen? Vielleicht hast du uns irgendwelche Informationen dazu. Ja, Infos, wir planen, wir sind Gewehr bei Fuß. Es könnte von uns aus gleich im Juli losgehen. Es gibt aber heute eine Sitzung im ÖFB mit dem Ministerium, da wissen wir mehr. Ich hoffe, dass wir im Juli starten können, ist aber eher ungewiss. Jedenfalls sollte es Anfang September losgehen. Und wenn es dort losgeht, bringen wir auch die Meisterschaft durch. Das heißt, Hin- und Rückrunde, dann wird es einen Auf- und Absteiger geben. Da sind wir sehr zuversichtlich. Ich hoffe, es passiert nichts mehr. Allerdings, wenn es im September erst losgeht, würden wir keinen Cup spielen, weil das geht sich von den Terminen nicht mehr aus. Also der Fradlberger Cup wäre gestrichen und der Mannschaftsbewerb von der Elite-Liga bis zur fünften Landesklasse und auch der Nachwuchs hoffentlich wird anfangen, am 5. und 6. September beginnen, auch mit Zuschauern hoffentlich. Ja, natürlich. Wir hoffen mit Zuschauern, das ist immer klar, aber es wird man sehen, es hängt alles von den Vorgaben ab. Wir können uns nur nach den Vorgaben richten. Wir machen das, was erlaubt ist, sicher nicht mehr. Wenn wir früher starten können, geht sich der Cup vielleicht aus. Wenn es aber September wird, wird es schwer, dann wird man den Cup nicht spielen können. Wir hoffen, dass die Normalität möglichst bald zurückkehrt. Und wir tun alles dafür, dass wir, Gewehr bei Fuß und beim Start, so gut vorbereitet sind, dass wir wieder eine Meisterschaft spielen können. Jetzt muss man noch erwähnen, Horst, es ist natürlich nicht nur der FC Dornbirn Frauen, die ein Problem mit dem Aufstieg und Abstieg haben. Es gibt mehrere Vereine im Amateurfußball. Wenn ich denke, dass der FC Hörbrand in der Landesliga 7 Punkte Vorsprung gehabt hat, Geissau in der ersten Landesklasse 6 Punkte, Brumbach in der dritten Landesklasse 8 Punkte, und in der fünften Landesklasse Oberland Mühlebach 6 Punkte und die Hohenems Juniors in der fünften Landesklasse Unterland 6 Punkte. Also es sind noch viele Vereine in Fradlberg, wo das zum Opfer gefallen sind durch diese Gesundheitskrise, der Aufstieg, oder? Wo eigentlich mit dem geplant haben.
Ja, natürlich. Das ist ja, das war uns völlig klar. Das wollte auch niemand. Aber ich kann natürlich nicht einfach willkürlich bestimmen, wer jetzt auf- und absteigt. Man muss sagen, man hat die Meisterschaft annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteige. Es ist ein ÖFB-Präsidiumsbeschluss. Da müssen wir uns dran halten. Es war nie Thema, dass jemand auf- oder absteigen kann. Das geht gar nicht. Die Diskussion hat sich nur deshalb ergeben, ob man Ligen aufstocken kann, weil Mannschaften weggebrochen sind, wie die Altacher und die Schwarzacher. Das war das Thema. Aber dass jemand auf- oder absteigt, das war vom Tisch und seit Monaten schon vom Tisch. Da gibt es keinen Auf- und Absteiger, weil eben dieser Präsidiumsbeschluss ist vom ÖFB, einstimmig übrigens, dass die Meisterschaft abgebrochen wird. Und da nützt man nichts, ob ich ein Punkt Vorsprung oder 10 Punkte Vorsprung habe. Es ist dann einfach so. Hat mit Aufstockung und Umständen nichts zu tun. Was sagt der Horst noch ganz kurz zur Wiederaufnahme in der österreichischen Bundesliga und in der zweiten Liga, jetzt mit Geisterspielen, bis Ende Juli spielt die zweite Liga und die Bundesliga spielt bis Mitte Juli, aber ohne Zuschauer. Das ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich schaue mir es natürlich an im Fernsehen. Es ist anders, es ist nicht der richtige Fußball. Aber ich glaube, es ist besser wie nichts. Man redet wieder über den Fußball, man berichtet über den Fußball und wir hoffen aber alle, dass es zu Beginn der nächsten Meisterschaft wieder mit Zuschauern möglich sein wird. Und dann freuen wir uns alle im Stadion dabei zu sein, die Mannschaft anzufeuern. Es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, nicht das Ideale, aber ich glaube, der Situation geschuldet. Und für die Vereine ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man diese Regelung gefunden hat. Werner Brunold, Geschäftsführer FC Dornbirn Frauen. Letzte Frage. Jetzt stellt man wahrscheinlich eine zweite Mannschaft an bei der U19 Future League aus Sicht vom FC Dornbirn. Was sagt er dazu? Ja, wir stellen sicher eine zweite Mannschaft. Das ist ganz sicher. Wir stellen vielleicht sogar noch eine U14 Mannschaft. Das kann auch noch sein. Wenn wir jetzt noch ein schauen. Weil wir müssen ja schauen, dass hinter noch was kommt. Und das einzig Gute ist, das, der FC Dornbirn polarisiert da im Land. Das ist das einzig Gute, das muss ich dazu sagen. Und wenn ich das andere anschaue, dass ich sagen muss, 20 Jahre Damenfußball im Vorarlberg. Und wenn ich schaue, dass sie im Schnitt vor 150, wenn sie mal ein gutes Match spielen, vor 300 Zuschauer. Wir haben das im ersten Jahr hergebracht, dass wir vor 1200 Zuschauer gespielt haben. Muss uns erst einmal einer nachmachen und das sind die Geschichten, wo uns motivieren und dass wir wissen, dass man der richtige Weg kommt. Die FC Dornbirn Frauen, das muss man ihnen dazu sagen, das ist eine eigene Abteilung vom FC Mooren Dornbirn. Also die Frauen machen sich, organisieren sich selber und finanzieren sich selber. Werner, vielleicht kannst du noch eine Frage dazu sagen. Also, unsere Damen sind komplett, also wir sind komplett finanziell unabhängig. Wir haben, was die finanzielle Situation anbelangt, mit dem FC Dornbirn Männer nichts zu tun. Wir sind komplett getrennt, müssen uns also auf eigene Füße stellen etc. Das funktioniert, das passt auch. Aber wie gesagt, das waren jetzt zwei herbe Rückschläge und ja, wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Und irgendwann hat einmal der Werner Brunold zu mir gesagt, FC Dornbirn Frauen, warum nicht Champions League? Man muss sich Träume und Ziele setzen. Ich lache jetzt da, aber ich muss dazu sagen, ich habe ein gewisses Ziel da, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich will in Österreich und in der Bundesliga spielen, nicht um Platz 6 oder 7 oder 8 spielen. Ich will um 1 oder 2 spielen. Und dafür setze ich alles in Bewegung, was möglich ist. Sollte man das geschafft hier, dann kann ich hören, dann kann ein anderer das weitermachen. Und trifft sie dann bei den Frauen, die sind ja professionell aufgestellt, Spielerinnen und vom Trainer- und Betreuerstab, macht eigentlich Freude mit dieser Sektion? Das ist das Einzige, wenn ich ehrlich sagen muss, das hebt uns aber am Leben. Wir haben ein geniales Trainerteam, Mortle heben zusammen, werfen nicht gleich den Pickel vor, muss ich auch noch dazu, wenn ich sage, bei solchen Zeiten. Aber es ist natürlich schon relativ schwierig jetzt, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel die Meldung gekriegt, wir haben den Carinthia-Platz jetzt als Trainingsstätte gekriegt und als Clubheim. Da werden wir unsere Trainingseinheiten ausführen. Ein eigenes Clubheim sind komplett getrennt. Ich vermute auch wieder einen Ansporn, was ich dazu habe. Ich sage, die Spiele finden nach wie vor auf der Birkenwiese statt. Dann wünschen wir den FC Dornbirn Frauen, dass es
Traum von der Champions League in 3 Jahren in Erfüllung geht. Danke für das Gespräch, Werner Brunold. Letzte Frage für den Präsidenten des Vorarlberger Fußballverbandes, Dr. Horst Lumper. Der Fußballverband hätte ja heuer auch ein Jubiläum gehabt, ein großes, und hätte Festivitäten eigentlich organisiert schon gehabt und muss ja alles absagen. Was kann man jetzt, wird das verschoben, die Jubiläumsfeier vom Vorarlberger Fußballverband? Es ist so, wir werden jetzt in 2 Wochen 100 Jahre geworden, eigentlich ein super Jubiläum, aber aufgrund der Begleitumstände haben wir davon abgesehen, ein Fest auszurichten. Wir werden ein Buch herausbringen und im Herbst, Winter vielleicht in einem kleinen Rahmen dieses Jubiläum feiern. Derzeit war es unmöglich, ein großes Fest auf die Beine zu stellen. Wir müssen die Vereine unterstützen und nicht Geld ausgeben für Festivitäten. Das geht in Zeiten wie diesen nicht. Es wird eine kleine Feier geben, aber erst im Herbst oder Winter. Dann danke ich dir, Dr. Horst Lumper, Langzeitpräsident des Vorarlberger Fußballverbandes. Und spätestens Anfang Juli wird man viel über den Amateurfußball lesen und hören, weil dann ist die Übertrittszeit vom 5. bis 15. Juli 2020 angesagt. Da sind sicher wieder tausende Übertritte. Danke für das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. Schönen Abend noch. Danke. Ciao.